Okakarara in Namibia. Hier leben 6.000 Menschen. 65% von ihnen sind arbeitslos. Jeder Dritte ist mit HIV infiziert. Alkohol und Armut beherrschen den Alltag. Unzählige Kinder wachsen ohne ihre an AIDS gestorbenen Eltern unter erbärmlichen Verhältnissen auf. Und genau diesen Kindern will Steps for Children helfen. Wir geben den Bildung den Kindern durch die Vorschule, den Erwachsenen ein Vorbild auch zu geben. Wir geben denen einen Job. Wir geben die Möglichkeit, einfach ihr Leben zu ändern. Mal aus diesem Kreislauf von Alkohol, AIDS, Arbeitslosigkeit einfach mal rauszukommen, Armut natürlich rauszukommen. Auf unserem eigenen Grundstück haben wir 2006 unser erstes STEPS-Projekt gegründet. Hier werden die bedürftigen und oft traumatisierten Kinder liebevoll betreut. Doch hinter einem glücklichen Lächeln steht bei STEPS ein durchdachtes Konzept. Ja, das Besondere von Steps for Children ist, dass wir auf der einen Seite die sogenannten sozialen Steps haben. Das sind zum Beispiel die Suppenküche, die Vorschule, Nachmittagsbetreuung der Kinder, Nachhilfe. Und auf der anderen Seite wird das auf Dauer gegenfinanziert von den sogenannten einkommengenerierenden Steps. Das ganze Geld, was davon reinkommt, wird eines Tages die Kosten für die sozialen Steps und für die Verwaltung tragen. Und dann wird es unabhängig werden von Spenden. Einer der sozialen Steps ist unsere Vorschule. Dort haben wir vormittags 80 bis 100 Kinder in 4 Klassen. Hier unterrichten wir anhand eines Curriculums. Das bedeutet, wir vermitteln den Kindern mehr Lerninhalte als in staatlichen Vorschulen. In den Suppenküchen werden die Kinder mit Essen versorgt. Morgens ein Frühstück und mittags eine zweite Mahlzeit. STEPS fördert auch Alltägliches, wie zum Beispiel das Zähneputzen. Unbekanntes Terrain für die meisten Kinder, die ohne Wasser und Strom in den armen Vierteln aufwachsen. Wir greifen auch das allgegenwärtige Thema AIDS auf, indem wir zum Beispiel den Lehrerinnen und Schülern von einem deutschen Arzt den Umgang mit Erste-Hilfe-Packs erklären lassen. Bei einer HIV-Rate von mindestens 35% ist der Umgang mit blutenden Wunden überlebenswichtig. Ein weiterer sozialer Step ist die Betreuung von Kindern am Nachmittag. Nach dem offiziellen Schulbesuch werden die Kinder von uns mit Sport und Spielen unterhalten, um sie so von der Straße wegzuholen und sinnvoll zu beschäftigen. Finanziert wird all dies durch Spenden und die sogenannten einkommenerzielenden Steps. Diese sind zum Beispiel eine Nähstube, eine Computerschule, eine Fahrradwerkstatt und ein Gästehaus, das Platz für 8 Personen bietet. Hier wohnen zum einen Einheimische aus Namibia, aber auch Gäste aus Europa oder anderen Teilen der Welt. Volontäre auch, alle für ein relativ kleines Entgelt. Und mit diesem Geld aus den Einnahmen unterstützen wir im Endeffekt die Suppenküche und die Vorschule. Ein ganz besonders wichtiger Step ist der Olivenhain. Wenn diese Oliven in 5, 6, 7 Jahren vielleicht reif sind und wir die Oliven verkaufen können und die werden dann zu Öl oder zu Speiseoliven verarbeitet und die verkauft werden können. Von dem Ertrag dieser Oliven hoffen wir, das Projekt mehr oder weniger unabhängig zu machen von Spenden. In Okakarara kümmert sich Sonja Schneider-Waterberg um alle organisatorischen Belange. Meine Aufgaben sind, die komplette Korrespondenz nach außen hier beim Projekt aufrechtzuerhalten bzw. auch aufzunehmen. Das beinhaltet Kontakte hier in Namibia und das ist auch wesentlich der Kontakt, die Kommunikation meistens über E-Mail mit den Sponsoren in Deutschland. Denn es ist immer so ein bisschen komisch, wenn man nicht so richtig weiß, was in Okakarara läuft, wenn man gerade in Deutschland dabei ist, viel Geld zusammenzusammeln. Eine ähnliche Strategie wie in Okakarara verfolgt Steps for Children auch an dem zweiten Standort Gobabis. Die Kleinstadt mit ihren 30.000 Einwohnern liegt gut 300 Kilometer von Okakarara entfernt. Auch hier bestimmen Arbeitslosigkeit und HIV den Alltag. Als soziales Engagement sind die Steps Homes initiiert worden. Dort bekommen Mütter, die sich sowohl um ihre eigenen als auch um Waisenkinder kümmern, gezielt Unterstützung. Eine von ihnen ist Sarah, die mit 4 Kindern zusammenlebt.
Ich bin sehr glücklich darüber, wie ich jetzt lebe. Die Umstände haben sich verändert, seitdem Steps for Children in mein Leben getreten ist. Ich bin froh, dass sie mir helfen. Denn meine erste Hütte war sehr klein, aber jetzt haben wir ein größeres Haus bekommen. Und ich bin fast die Einzige, die ihren Kindern Essen geben kann. Es sind Frauen, die haben ein oder zwei eigene Kinder und 3, 4, 5 Waisenkinder dazu, nehmen sie. Kinder, die einfach ihre Eltern verloren haben und auf diese Art und Weise eine neue Familie bekommen haben. Und diese Kinder bekommen Essen von uns und außerdem bekommt die Frau ein kleines Taschengeld noch dazu, damit sie noch ein paar andere Dinge sich leisten kann. Die Schulgebühren für Kinder, wenn sie zur Schule gehen, werden bezahlt. Gemeinsam mit dem Träger Light for the Children kümmern sich Michael Hoppe und sein Team auch um die Betreuung der gut 300 Kinder in der Vorschule. 50 Kinder sind auf 6 Klassen aufgeteilt. 8 Lehrer unterrichten hier täglich mit großem Engagement. Außerdem gibt es noch eine Klasse, in der 10- bis 16-Jährige unterrichtet werden. Verantwortlich für die Arbeit vor Ort ist Henk Ohlwage. Wir haben hier Klassenräume für die Kinder und auch Lehrmaterial. Aber wir haben auch unsere Küche, in der wir Essen für die Kinder zubereiten. Und ohne diese konstante Hilfe würden viele der Kinder weder regelmäßiges Essen noch irgendeine Form von Bildung bekommen. Organisiert werden alle Projekte aus einer Hand. Initiator Michael Hoppe arbeitet sowohl von seinem Hamburger Büro aus, als auch vor Ort in Namibia. Steps for Children betreut außerdem ein Johanniter-Schullandheim in Otavi. Hier werden gut 30 Kinder betreut. 2 Lehrerinnen gestalten den Unterricht. Mittlerweile werden mehrere hundert Kinder an verschiedenen Orten Namibias von Steps for Children versorgt. Dennoch, ans Aufhören denken Michael Hoppe und sein Team noch lange nicht. Unsere Vision ist es, in den nächsten Jahrzehnten ca. 100 Standorte weltweit aufzubauen. Und dafür brauchen wir Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Und mit jeder Spende helfen Sie uns, noch mehr Kindern eine sichere und glückliche Zukunft zu schenken.